In diesem Video zeige ich dir, wie du die komplette Questreihe von Nadelritterin Leda abschließen kannst, ohne dabei eine der vielen verpassbaren Belohnungen zu verpassen. Außerdem werde ich dir in diesem Video ebenfalls zeigen, wie du ihr komplettes Rüstungsset freischalten kannst. Und damit herzlich willkommen zu Patrick's Gaming, schön, dass du am Start bist, und bevor es mit Ledas Questreihe im DLC-Gebiet weitergeht, zeige ich dir davor noch, wie du einen Großteil ihrer Rüstung freischalten kannst. Und hierfür nutzt du einfach den roten Weg, bis du beim jetzigen Spot ankommst, und als nächstes nutzt du denselben Reitweg wie ich, um einen Talisman plus die Rüstung zu erhalten. Nachdem du die Rüstung eingesammelt hast, geht es als nächstes in Skardu Altos weiter. Hierbei ist es wichtig zu wissen, dass dadurch die ein oder andere Nebenquest in die nächste Phase gebracht wird. Und nachdem du in Skardu Altos angekommen bist, begibst du dich zum jetzigen Ort der Gnade und sprichst Leda an. Hello again. Did you meet my compatriots? Für den nächsten Schritt musst du die große Rune zerbrechen, die du beim jetzigen Spot in Skardu Altos erreichen kannst. Wichtig ist es beim Zerbrechen der Rune noch zu wissen, dass diese Aktion einen Einfluss auf den Questfortschritt der ein oder anderen Nebenquest hat. Als nächstes suchst du das Kreuz an der Hochstraße auf und hier sprichst du dann zuerst den Hornherold so oft an, bis er nichts mehr Neues zu sagen hat. Und solltest du dich für die komplette Questreihe des Hornherolds interessieren, schau gerne mal in folgenden Guide von mir rein. Nachdem du mit dem Hornherold fertig bist, begibst du dich als nächstes zu Nadelritterin Leda und sprichst sie an. Und mit der Zeit wird sie dich um einen Vorschlag bitten. Hier wählst du jetzt den Hornherold aus, und als nächstes habe ich noch einen kleinen Funfact für dich. Eigentlich ist es egal, wen du vorschlägst, da sie danach im Normalfall immer den Hornherold verfolgen wird. Für den nächsten Schritt machst du erneut eine Schnellreise zum aktuellen Ort der Gnade, wodurch der Hornherold verschwinden wird. Jetzt sprichst du Leda erneut an, wodurch sie dir sagen wird, dass sie den Hornherold verfolgen wird. Und das bedeutet letzten Endes für dich, dass es in Burg Schattenbergfried beim jetzigen Ort der Gnade weitergeht. Als nächstes wartet ein Bossfight auf dich, bei dem du auf die Hilfe vom Hornherold setzen kannst. Für den Fortschritt der Leda-Quest spielt es aber letzten Endes keine Rolle, ob du den Hornherold beschwörst oder nicht. Und nachdem du den Bossfight überstanden hast, nutzt du jetzt denselben Weg wie ich, um weitermachen zu können. Beim jetzigen Spot angekommen, hast du die Wahl, ob du dem Hornherold oder Leda weiterhilfst. Da wir in diesem Run die Leda-Questreihe abschließen wollen, wählst du jetzt das rote Zeichen aus, um Leda weiterzuhelfen. Wichtig ist es an dieser Stelle noch zu wissen, dass du Leda beim jetzigen Spot nur weiterhelfen kannst, wenn du Mesma noch nicht besiegt hast. Und nachdem du den Hornherold gekillt hast, nutzt du jetzt erstmal denselben Weg wie ich, um den nächsten Ort der Gnade zu erreichen. Thank you.
Nachdem du den jetzigen Ort der Gnade erreicht hast, nutzt du die Schnellreisefunktion zum Kreuz an der Hochstraße, um eine weitere Belohnung von Leda zu erhalten. Ah, there you are. Well fought. You have my gratitude. Nachdem du die Belohnung von Leda erhalten hast, sprichst du sie jetzt so oft an, bis sich die Dialoge mit ihr wiederholen. Und als nächstes geht es in Burg Schattenbergfried weiter. Nachdem du die Schriftrolle eingesammelt hast, begibst du dich als nächstes beim jetzigen Ort der Gnade zu Ansbach. Beim Kollegen Ansbach angekommen, sprichst du ihn jetzt so oft an, bis sich die Dialoge mit ihm wiederholen bzw. wenn er von der Flucht redet. Sollte er sich bei dir hier nicht mehr befinden, kannst du mit dem nächsten Schritt weitermachen. Und hierfür begibst du dich erneut ins Lagerhaus Erdgeschoss. Bei Ansbach angekommen, redest du jetzt mit ihm so lange, bis du ihm die Schriftrolle übergeben kannst. Danach sprichst du ihn so oft an, bis sich die Dialoge mit ihm wiederholen. Und nachdem er nichts mehr Neues zu sagen hat, machst du eine Schnellreise ins Lagerhaus Erdgeschoss. Hier sollte es jetzt so sein, dass Ansbach nicht mehr vor Ort ist. Und das bedeutet, dass du den nächsten Schritt ausführen kannst. Und für diesen suchst du ein letztes Mal Leda beim jetzigen Ort der Gnade auf. Und sollte ich dir bislang mit diesem Video weitergeholfen haben, lass mich das gerne mit einem Like wissen. Bei Leda angekommen, wird sie dir verraten, dass Ansbach das nächste Ziel ist. Und das bedeutet letzten Endes für dich, dass du ein letztes Mal den Ort der Gnade im Lagerhaus Erdgeschoss aufsuchst. Und wie du es dir wahrscheinlich schon denken kannst, suchst du jetzt den Spot auf, wo sich Ansbach die ganze Zeit befand. Und wie du es dir schon denken kannst, interagierst du jetzt mit dem roten Zeichen, um Leda weiterzuhelfen. Nachdem du Ansbach besiegt hast, kannst du übrigens einen Brief einsammeln, um die Questreihe von Freya fortzuführen. Solltest du dich aber für die komplette Freya und Ansbach Questreihe interessieren, schau gerne mal in folgendes Video von mir rein. Als nächstes begibst du dich ein letztes Mal zum Kreuz bei der Hochstraße für einen weiteren Talisman. Und nachdem Leda nichts mehr Neues zu sagen hat, wird sie diesen Ort nach deiner nächsten Schnellreise verlassen. Als nächstes musst du den jetzigen Ort der Gnade im Endgame-Gebiet erreicht haben, um die Leda-Quest fortzuführen. Aus Spoilergründen werde ich jetzt nicht näher darauf eingehen, wie du das Endgame-Gebiet erreichen kannst. Solltest du aber wissen wollen, wie du das Endgame-Gebiet erreichen kannst, schau gerne mal in folgendes Video von mir rein. Sobald du den jetzigen Spot erreicht hast, musst du dir jetzt erstmal eine kleine Rede von Leda anhören.
Danach interagierst du mit dem roten Zeichen, um sie und ihre Verbündeten herauszufordern. Und nachdem du sie besiegt hast, erhältst du ihr Schwert als Belohnung. Und um ihre Rüstung zu vervollständigen, zeige ich dir jetzt noch den Fundort des letzten Rüstungsteils. Und wie gewohnt kannst du gleich zum Ende des Videos weitere Guides zu Elden Ring anwählen. In dem Sinne, mach's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao!